Moin meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom of Deliverance. Kingdom Come Deliverance, mein Gott. So, die Schwester ist wieder aufgetaucht. Wir werden jetzt versuchen, abzuhauen, um dann Timmy zu erreichen. Los geht's. Hier bin ich. Also. Das kennen wir schon alles. Das kennen wir auch. Mich beschleicht das Gefühl, ich eben... Nach einem großen... Ich fürchte, das ist schade, wenn mir... Er soll sich in Rat... Ach ja? Ich weiß nicht. Klingt nach einem... Gut. Keiner... Tu nicht so... Dann... Ihr habt ein Lager, gewiss. Und wo ist es? Na, später. Beweise... Na gut. Ach ja? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders wenn... du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? Zwei Dutzend kriegst du. Abgemacht. Und jetzt hauen wir ab. Jetzt haben wir noch Kohle von dem gekriegt. Du weißt nicht, was wenn man die Ober... Oh, war. Oh, tschüss. Was haben wir denn da? Ja, warte. Das nennst du kämpfen? Kannst du dich spurzeln, wenn du überladen bist? Jetzt bin ich überladen? Ey, ich hab gewusst, ich bin durch die Kohle jetzt überladen gewesen. Dann lass mich aber hier liegen. Ich war durch das Geld überladen? Versteht ihr das richtig? Ja gut, so viel Groschen sind auch viel wert, aber... Achso, hier bin ich jetzt wieder. Ich habe vergessen zu speichern. Da siehst du. Da können wir mal Herr Ratzig nachher nochmal alles berichten. Aber wir müssen das irgendwie hinkriegen. Weil gegen die Kämpfen bringt nichts. Echt nicht. Weil der Gaul nicht direkt weiter reitet, das verstehe ich nicht. Da kommt er uns entgegen. Oder muss ich nach hier flüchten, hier mehrmals hier irgendwo drüber springen, damit die mir nicht so schnell nachkommen können? Vielleicht deswegen? Ach komm. Wo ist die? Da. Oder? Nee. Doch hier. Also, plauder. Aber ich. Die ist wieder abgehauen. Ach du Scheiße. Wir haben zu lange gewartet. Scheiße. Also, plaudern wir? Aber ich... Boah, die braucht immer so lange, ey. Nee, sie kommt immer nicht. Jetzt kommt die erst. Dann speichern wir direkt hier nochmal ab, damit wir nicht 500 Mal wieder machen müssen. Thank you.
schmeißen sie mich direkt hier ab. Hier bin ich. Was? Nicht beschlagen. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Eure dein Gestank, Miss. Sieh an, sieh. Was haben wir denn da? Und da. Komm her, du Weicher! Vorzüglich! Du bist tot! Alle hopp! Los! Komm schon! Ja. Oh, guck mal, jetzt bin ich weg. Ha. Hat doch geklappt. Jetzt haben wir zwar die Groschen von dem nicht, aber scheiß drauf. So schnell können die nicht hinterherkommen. Nicht auf Dauer. Ja. Was denn jetzt? So, der Kampf ist vorbei. Perfekt. Wir haben sie verstanden. Die können uns nicht hinterherkommen, weil wir auch. Wir haben keine Gold. Noch nicht. Hoffe ich nicht. Aber wir haben die Info. Timmy ist gerettet. Jetzt können wir das Spiel ganz in Ruhe wieder genießen. Jimmy! Ja, ist ja gut. Ja. Da ist er. Hey, Timmy. Das kennen wir auch schon alles jetzt. Ich sag. Das kennen wir alles. Es herrscht. Keine Sorge. Danke, dass ich diese echt. So, dadurch haben wir ihn. Wer berichtet Herr Ratzig, wo sich das Banditenlager findet? Perfekt. Jetzt müssen wir Herr Ratzig finden. Der kam uns ja vorhin noch in die Quere. Aber der müsste. Ach, guck mal, der ist ja nicht weit von hier. Perfekt. Ja. Ich denke mal, dadurch haben wir wieder ein gutes Wort. Was heißt ein gutes Wort? Stein im Herzen unseres Herren. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mehr auffallen. Was wir sowieso schon mehr als getan haben. Ist das still, wenn ich mir hier ein bisschen Rüstung leihe? Ja, ist es still. Da wollen wir auch frisch gewaschen vor unserem Herrn treten. Aber trotzdem wären ein paar Waffen oder ein bisschen Rüstung nicht schlecht. Das kann man immer gebrauchen. Herr Ratzig, wo sind Sie? Da. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich war... Godwin? Ja, ein... Na, kennen wir schon. So, die Neuigkeiten. Ich habe noch... Gut. Ich begab... Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtig. Ich habe Informationen über... Haben wir du auch? Machst das gut. Aber du musst... Ich fürchte... Das kennen wir auch schon. Offenbar wollten sie niemand... Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute auf... Sacker! Sonst noch etwas? Ja, jetzt kommt... Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Wegen dieses... Was gibt es, Junge? Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy, ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Nee. Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich.
Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Gewiss gibt es jemanden, der geeigneter. Vielleicht er? Herr, gewiss findet sich jemand, der geeigneter ist als ich. Nicht so bescheiden. Du bist der beste Mann für diese Aufgabe, weil du der Einzige bist. Also hör auf, dich herauszuwinden und geh an die Arbeit. Ja, Herr. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich werde so viel herausfinden. Alles gut. Na toll. Aber ich glaube, vorher hauen wir uns noch ein bisschen aufs Ohr. Können wir uns ja auch, glaube ich, irgendwo aufs Ohr hauen. Nee, stehen. Ich will nicht stehen. Schlafen. Schon gerade schlafen. Ah, geht nicht. Pennen alle. Und hier klaue ich jetzt bestimmt Schlafplatz von jemandem. Aber egal. Oder auch nicht. Da kommt schon direkt der Anschiss. Oder auch nicht. Naja. Geht wohl doch nicht so, wie ich mir da gedacht habe. Aber essen kann ich zumindest was. So. Gott sei mit dir. Möchte sich jemand mit mir... Sicher. Wozu glaubst du, ist der Schieß... Zuerst erkläre ich dir, du schießt 7, 13 oder 21 Pfeile. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Strohbrett... Die Runde endet, wenn... Na gut. Eine Sache noch. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich an... 10 Pfeile. 10 Groschen. Oder? Ach komm, auf Kacke. Ich kann gegen... Große Töne. Die besten... Luft. Ich trommle... Macht euch bereit! Wir haben ja auch Zeit, ne? Achso. Ich werde manchmal die Bogen raussuchen, ne? Ist echt Stunden vergangen. Hä? Ich hab da getroffen. Ah, ich muss die genau in die Mitte treffen, oder was? Ach du Scheiße. Große Töne gesprochen und dann doch so verkackt. Hä? Oder muss ich den treffen? Ja, lass mich raten, ich muss den hier treffen. Tatsache. Ich hätte gewusst. Oh. Also wird's peinlich. So. Ich habe mich schon gewundert, warum schießt er auf meinen? Kann ich hier nochmal schießen? Na, zumindest die Hälfte. Zumindest haben wir nicht ganz verkackt. Und wir hätten trotzdem verloren. Der Wettbewerb ist zu Ende. Die paar Pfeile, die ich daneben geschossen habe, hätten auch nichts gebracht.
Gut geschossen, Jungs. Beim nächsten Mal zeige ich es euch. Muss mich erst warm schießen, von daher. Hm. So, wo ist mein Gaul? Hallo? Was machst du denn da schon wieder? Mann, ich kann mir auch nicht mal eine Minute allein lassen, wirklich. Ja. Suchen wir das Lager auf. Ist denn, warte mal, ist da was in der Nähe, wo ich vielleicht schnell hinreisen könnte? Ja, ist es. Also mir gefällt das Spiel immer mehr, von der Story her alleine schon. Und auch allgemein. Ich finde, ich verstehe die schlechten Kritiken vom Spiel nicht. Ja, es sind einige Bugs da. Es ist ein bisschen schwerer, aber das ist ja gerade die Herausforderung, finde ich, so ein bisschen. Wenn alle Spiele direkt so leicht wären, Ja. Wenn ich überlege, die ersten NES-Spiele oder Mega Drive, wie ich da manchmal Stunden gesessen habe, nur weil ich irgendeinen scheiß Gegner nicht platt machen konnte. Ich glaube, das wäre heute für die meisten Leute nichts mehr. Und wir haben es jetzt trotzdem irgendwie geschafft. Und wir werden es auch weiterhin schaffen. Oh, stopp. Ja. Tag. Ja. So, wir sind da. Aber da stand jetzt gerade begib dich. Stopp. Er muss den Weg im Lager folge, bis ich Wegkreuze mit einer verfallenen Hütte erreiche. Okay. Dann warten wir mal. Immer kommt eine Kreuze mit einer verfallenen Hütte. Das ist diese verfallene Hütte, oder? Also verfallen sie die gar nicht aus. Ne, ist sie nicht. Ich glaube, ich bin falsch. Ja. Oder ist das hier das Lager? Ach ne, jetzt sind wir wieder hier. Na, das ist ja nicht das Lager. Hallo? Ja. Ich hab mich schon gewundert, dieser Fall gut ausgestattet, Hammer. Dann reiten wir mal in die Richtung hoch. Hier aus. Ja. Ja. Dann vielleicht da oben hoch. Weil ich von da oben kam. Ja. Da ist sie. Verfallen hätte. Okay. Folge den Weg bis zur nächsten Wegkreuzung. Ja, aber da bringt Mami wieder zu schnell. Folge dem Weg. An der Kreuzung muss ich links abbiegen und bis zur nächsten Kreuzung weitergehen, die sich bei einer Lichtung mit einem großen Buche findet. Also links, hier links. Ja. Bis die nächste Kreuzung kommt mit einer großen Buche. Bis zum nächsten. Bei einer Lichtung mit einer großen Buche. Gehe links und folge dem Weg, bis du den nächsten Wegkreuzung erreichst. Links. Ja.
da. So, und jetzt? Nimm die linke Abzweigung und geh bis zur nächsten Wegkreuzung. Wieder links. Oh, bin ich zu weit? Bin ich zu weit gerast, glaube ich. Weiter bis zum Lager. Okay, sind richtig noch. Also muss jetzt hier gleich irgendwo ein Lager kommen. Wenn er nicht gelogen hat. Da ist ein Lager. Gehe auf den Weg geradeaus, heute ein bisschen Lager. Spüre das Banditenlager auf, haben wir gemacht. Jetzt sollen wir die sabotieren. Du kannst ihr Essen vergiften, du kannst ihre Pfeile in Brand stecken. Warte mal. Tun die mir was direkt? Große Frage. Wir speichern. Wir versuchen erstmal auf die humane Art. Wir fragen um Erlaubnis. Guten Tag, Wädlerherren. Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Hallo. Also, ich verstehe, ich habe hier nichts zu suchen. Ich soll gehen. Bin ich richtig? Okay. Was ist denn? Was ist denn? Au. Nein, schon gut. Okay, also. Ja. Wieder unfair, alles klar. Wieder unfair, sag ich doch. Also, reinschleichen irgendwie, Essen vergiften und Pfeile im Brand stecken. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Ja, war früher so bekannt, dass hier viele Lager oder auch Burgen klar mit Wassergraben versehen haben. Der Vorteil war, die waren schlecht zu erreichen, ne? Ich denke mal, hier haben sie alles erstmal niedergemetzelt, bevor sie das Lager aufgeschlagen haben. Ein guter Platz für einen großen Kampf. Kaum Deckung. Wie viel Retterschnaps habe ich eigentlich noch? Ach, 4 Stück noch. Ah, können wir einmal abspeichern. So. Das sind die Banditen. Was ist das? Die hängen aber alle auf einen Fleck, du. Leck mir am Arsch. Oh. Was denn? Ich geh schon. Danke. Ich soll gehen, ich geh. Eine Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein.
Ich glaube, mit dem Sabotieren wird nicht hinhauen. Erstmal bin ich dafür sehr nicht gerade der, wie soll ich sagen, der Mann mit den ruhigsten, ein Mann, der schleichen kann und gerade der ruhigste ist, was das angeht. Da bin ich ja doch eher so ein kleines Trampeltier. Bei manchen Spielen, ja, kann ich das, aber auch nicht immer. Ich bin eher immer der Hau drauf auf Kacke-Typ, was? Meiden. Ich möchte jetzt keinen Kampf haben, nix da. Wir haben nämlich jetzt Herr Ratzig nämlich Kunde geben, was abläuft. Ja. Auch wenn ich das persönlich jetzt ein bisschen wenig fand, aber wenn das reicht, warum nicht? Ich meine, die ganzen anderen haben eine bessere Ausbildung als ich genossen. Ich bin doch nur ein üblicher Schmiedessohn. Platz da, heiß und fertig, ich bring Kunde. Oh, ich glaube, ich bin gerade auf den Kopf getreten. Ja. Jetzt geht. Herzig, warten Sie mal ganz kurz hier. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Es gibt ein verlassenes Dorf in den Wäldern. Und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribyslavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hatte gehofft, sie wäre nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen. Das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Definitiv. So ganz ist das kein Abschaum. Ich versuchte, sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, ach du weil Scheiße. Niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. 1, 2, 3... Komm, der Rede wert. Nicht viel. Schon einige. Dort ist schon einiges los. Verflucht. Wir benötigen auf jeden Fall Verstärkung. Die Männer in Talmberg sollten reichen. Ich lasse die Burg nur ungern unbewacht, aber wir haben keine andere Wahl. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfer. Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Weil ich weiß nie, wie viel genau in einer Burg die Leute beschützen, weißt du? Wenn ich sehe, wie dann nur in Skawitz zwei Leute vor der Burg standen, weißt du, dann... Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Auch. Ich weiß nicht, Herr. Wie bedauerlich. Das könnte uns teuer zu stehen kommen. In der Mitte des Lagers führen sie etwas im Schilde. Es sah so aus, als ob sie lange Leitern bauen würden. Leitern? Klingt, als planten sie eine Belagerung. Das gefällt mir immer weniger. Andererseits könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wenn wir die Leitern in die Finger bekämen, könnten wir ihren eigenen Wall damit überwinden. Das ist alles schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Nein. Nein, Herr. Wie dem auch sei, das war gute Arbeit und du verdienst eine Belohnung. Doch zuerst müssen wir ausrücken und ihnen schnellstmöglich ein Ende bereiten. Ich hoffe... Du musst dich zu Herrn Divisch nach Talmberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Bitte ihn, so viele Männer wie möglich zu versammeln und nur die Nötigsten zurückzulassen. Dann soll er nach Pribyslavitz marschieren. Ich tue dasselbe. Hoffentlich haben wir dann genug Männer, um die Banditen zu besiegen. Verstanden. Irgendwie habe ich ein Scheißgefühl. Ich weiß nicht. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Irgendwie habe ich ein Scheißgefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Arbeit geleistet. Nichtsdestotrotz werden wir uns den Banditen stellen und werden jetzt erstmal um Verstärkung bitten.
Währenddessen beende ich diese Folge und bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer hoffe ich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest. Schreib mir in die Kommentare, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Nichtsdestotrotz verbleibe ich wie immer mit einem Dank fürs Einschalten, Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!